Depressionen, Phobien, Burnout. Noch nie zuvor wurden so viele Psychopharmaka verschrieben. Gleichzeitig wird die Kritik an ihnen immer lauter. Dabei sind Medikamente bei Weitem nicht mehr die einzige Chance aus einer psychischen Krise. Malen ist für viele nur ein Hobby. Für Kunsttherapeutin Christine Rath dagegen besitzt es eine heilende Kraft. Ich glaube eigentlich, dass gerade die Kunsttherapie die Möglichkeit hat, eigentlich bei jedem Krankheitsbild angewendet zu werden. Besonders bei Bildern, wo die Patienten sehr viel rational versuchen, sich zu verstehen oder die Sachen zu verstehen, sehr intelligent die ganzen Sachen hinterfragen und auch öfters auch Hemmungen haben, sich auszudrücken. Und gerade da sind die Therapien, die nonverbalen Therapien, besonders gut. Eine Kunsttherapiesitzung kann ganz verschieden gestaltet sein. Ob eine Einzel- oder Gruppentherapie, ob im Atelier oder unter freiem Himmel, ob mit Papier, Holz oder Kreide. Die unterschiedlichen Materialien werden je nach Krankheitsbild angewendet. Bei akuten Erkrankungen im schizophrenen Formkreis, also in der Psychiatrie, in akuten Bereichen, sollte man sehr strukturierende Materialien zum Beispiel hernehmen, weniger Nass-in-Nass-Techniken oder Wasserfarben, weil das Krankheitsbild die Menschen doch sehr dahingehend beeinträchtigen, dass sie wenig Abgrenzungsmöglichkeiten nach außen haben und sehr viel Rahmen brauchen, um innere Strukturen wieder aufzubauen. Und so sollte das Material da auch das eher unterstützen und nicht noch fördern. Bestimmte Mal- und Zeichenübungen helfen Christine Rath ihren Klienten und auch seine Lebensgeschichte besser zu verstehen. Meine Methode ist es dann, die erste bildnerische Arbeit, dass ich den Klienten auffordere, sich vorzustellen, dass das Leben ein Theaterstück ist und dass er mal versucht, sein Leben von der Geburt bis zum jetzigen Zeitpunkt in Akte einzuteilen. Und sich zu überlegen, wie viel braucht er ungefähr? Braucht er 3, braucht er 5, braucht er 10? Und lass ihn dann wie so ein Storyboard erst einmal skizzieren, wie viel es davon gibt, wie viele Akte sein Leben hatte. Und es ist ganz interessant, weil man dann auch bildnerisch sehen kann, da gibt es Ballungen, da gibt es wichtige Zeiten im Leben. Bei ihrer Arbeit stößt Christine Rath allerdings auch oft an Grenzen. Deshalb wird die Kunsttherapie meistens begleitend zu einer normalen Psychotherapie angewendet. Die Kunsttherapie machen im Idealfall Künstler, die also Kunst studiert haben und die Zusatzausbildung zur Kunsttherapie gemacht haben. Sie ersetzen im Grunde keine Psychotherapie, das kann man jetzt so nicht sagen. Also die Ausbildung der Psychotherapeuten ist weitaus umfangreicher und auch gerechtfertigt. Im Mittelpunkt der Tanztherapie steht die eigene Körperbewegung. Lucia Weber bietet regelmäßig im Europäischen Zentrum für Tanztherapie Seminare an. Der Grundgedanke der Tanztherapie ist bewegen, wahrnehmen, fühlen, erkennen, verändern und umsetzen. Ja. Die Tanztherapie gehört ja zu den nonverbalen Therapieformen, ist eine sehr körperorientierte Therapieform und die arbeitet mit der Wechselwirkung innen-außen. Ja. Also mit dem Dualismus, ich zeige auf der körperlichen Ebene, wie es mir innerlich geht. Die Tanztherapie hilft dem Menschen, dass er wieder Kontakt zu sich selber herstellt, dass er einen Zugang wieder zum Körper bekommt, dass er wieder die innere Mitte spürt, dass er den Boden unter den Füßen wieder wahrnimmt, dass er nicht nur ein äußeres Gleichgewicht, sondern auch wieder ein inneres Gleichgewicht bekommt. Tatsächlich ist man sich in der aktuellen Gehirnforschung einig, dass sich alle Erfahrungen, die der Mensch in seinem Leben sammelt, im Körper einprägen. Neben Beschwerden wie Stress oder Unausgewogenheit behandelt Lucia Weber auch schwerwiegendere psychische Erkrankungen. Diese werden in den letzten Jahren immer häufiger. Also ich stelle fest, dass die Depressionen bei den Jugendlichen zunehmen, ja. Dass die mit einer Identitätskrise in die Tanztherapie kommen. Auch mit Abgrenzungsthematiken, wie wir es ja heute in der Stunde hatten, ja.
wie kann ich mich meinen Eltern gegenüber durchsetzen, die auch teilweise die Erwartungen der Eltern erfüllen und ihr Leben nicht wirklich in die Hand nehmen. Bei der Therapie bewegt man sich mit oder ohne Musik, im Kreis oder allein mit der Therapeutin. Wichtig dabei ist immer, dass die Bewegungen authentisch sind. Was halt bei der Tanztherapie der Vorteil ist, weil es ein nonverbales Verfahren ist, dass Bewegung oft unbewusst abläuft, ja, und längst vergessene Inhalte oft verdrängt werden oder abgespaltet werden. Und dann kommt die Bewegungstherapie, die Tanztherapie, und die Menschen machen Bewegungen und plötzlich merken sie, da passiert was in der Bewegung, ja. Mit neuen Patienten führt Lucia Weber erstmal ein Gespräch, in dem sie die persönlichen Anliegen klärt. Dann erst kommt Bewegung ins Spiel. Mit einer speziellen Analyse erstellt sie die Anamnese. Bei der Bewegung gibt es eine gewisse Notation, also Zeichen, die wir mit der Bewegung mitlaufen lassen und die dann in Zusammenhang der Persönlichkeit setzen. Und da geht es darum, wie nutzt der Mensch den Raum oder welchen Kraftaufwand hat der Raum. Heilpraktiker bedienen sich auch immer häufiger der Musik. So gibt es seit langem nicht mehr nur die klassische Musiktherapie, bei der Patienten auf Instrumenten spielen. Ein noch relativ neuer Ansatz auf dem Gebiet ist Sound of Soul. Hier erzeugen die eigenen Herzschläge die Klänge und Melodien. Bernd Heiler wendet diese Methode seit 2014 in seiner Praxis an. Was ich immer wieder feststelle, ist, dass die Menschen dadurch innere Blockaden lösen können, dass sie dadurch freier werden. Ich kann es immer ganz gut dann auch nachweisen, weil wir sind ja alle sehr kognitiv auch unterwegs und nur das, was ich auch wirklich schwarz auf weiß sehe, das glaube ich erst mal am Anfang. Ja. Ich zeige das dann den Menschen, weil hinter dieser Sound of Soul Technik steckt ja auch noch die Diagnostik der Herzratenvariabilität und da sieht man schon sehr deutlich, dass im Verlauf einer Sound of Soul Sitzung der Stressindex deutlich reduziert werden kann. Zuerst wird der Klient, wie bei einem EKG, mit Elektroden verkabelt. Dann wandelt die Sound of Soul Soft und Hardware die Herzschläge in Musik und auch in Farbe um. Man spricht eben von dieser Herzratenvariabilität. Das heißt, man hat nicht zwei Abstände von einem Herzschlag zum nächsten und vom zweiten zum dritten, die gleich sind. Man weiß aber heute, je gleichmäßiger diese Schläge sind, desto mehr Symptome treten auf. Und das Interessante ist auch, dass das Herz sehr stark aufs Hirn reagiert. Das heißt, wenn der Mensch in den Fokus geht, in die Sorge, in die Angst, dann nimmt diese Variabilität ab. Und je größer die Variabilität, desto größer die Heilerfolge. Je geringer diese Variabilität, desto schwieriger tut sich ein Therapeut oder ein Arzt, dem Menschen zu helfen. Und mit Sound of Soul, ich versuche nicht, den Menschen zu heilen oder zu verbessern, ich versuche, den Menschen im Hier und Jetzt wiederzuspiegeln. Diese neue Technik wird mittlerweile in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Die angeblich heilende Wirkung scheint ganz unabhängig von den verschiedenen Beschwerden zu sein. Das ist ja genau Sinn und Zweck dieser Sache, den Klienten in eine Lage zu bringen, ja, dass er sich selbst besser wahrnimmt, dass er sich selbst besser spürt und dadurch auch das Selbstvertrauen bekommt, sich selbst zu heilen. Weil das kann nur der Klient selbst. Wir als Therapeuten können Impulse geben, Ideen geben, aber die Heilung obliegt dem Klienten. Egal welche Therapie, die meisten sind sehr zeitaufwendig. Und eine Tablette ist dann eben oft schneller geschluckt. Und manchmal auch unvermeidlich.